Wir müssen über ein wichtiges Thema sprechen. Über uns. Über diese Plattform hier, die uns ausstrahlt, uns finanziert und das alles hier möglich macht. Über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es ist eine Sendung, die ich mir gewünscht habe. Von meinem Sender, dem ersten der ARD Mediathek. Ich habe gesagt, hey, kann ich mal was über die Öffentlich-Rechtlichen machen? Es heißt doch, Schröder darf alles. Darf ich das? Haben die gesagt, darfst du. Und danach gucken wir mal, was du danach noch darfst. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ehrlich sein. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Thema und zugleich auch den Mut, heute alles zu sagen, was ich wirklich über uns, über die ARD und über das ZDF denke. Das kann ich Ihnen versprechen. Also, fangen wir vorne an. Wenn ich morgens das Internet aufmache, dann sehe ich erstmal 20 Werbeanzeigen, wo mir Olli Welke und Günther Jauch Viagra andrehen wollen. Und dann, direkt danach, schon das hier. Zu teuer, zu links, zu viele Patzer, zu viel Gender. Vor allem die Bild-Zeitung findet uns, ARD und ZDF, so richtig beschissen. Und klar, da könnte ich jetzt sagen, die Bild-Zeitung. Wer die ernst nimmt, der ist selber schuld. Aber auch die Hälfte der Deutschen denkt, die Medien, also wir, ARD und ZDF, weil außer uns gibt es ja nichts, berichten nicht über Fakten, sondern verfolgen eigene Absichten. Und weil ich, meine Damen und Herren, die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen nicht allein der Springerpresse, der AfD und früheren Intendanten überlassen will, werde ich mir heute mal unser eigenes System hier vornehmen. Und lassen Sie mich hier ehrlich und deswegen auch hart sein. Das Image der Öffentlich-Rechtlichen ist beschissen. Und daran kann noch nicht mal diese coole Gangster-Rap-Performance der ZDF-Meinzelmännchen im Morgenmagazin was ändern. Mein Name ist Dad, kann euch alles erklären. Als Chef dieser Gruppe kann mir keiner was verwehren. Auch Eddie und Fritzchen sind im zweiten Zughaus. Als die deutsche Boygroup kommen wir ganz groß raus. Falls ihr schon immer mal wissen wollten, was dieses Cringe bedeutet, das war's gerade. Aber woher? Woher kommt das schlechte Image von ARD und ZDF? Wieso denken zum Beispiel so viele, dass Politik und Medien nicht scharf genug voneinander getrennt sind? Nur weil, jetzt mal als Beispiel, die Regierung, unsere Bundesregierung, in den letzten Jahren 1,47 Millionen Euro an Journalisten bezahlt hat und davon deutlich mehr als die Hälfte an Öffentlich-Rechtliche. Und zwar für Vorträge, Moderationen, Texte und Lektorate. Ja, das sieht nicht gut aus. Da fehlt halt manchmal ein bisschen die Transparenz. Gerade bei uns, bei den Öffentlich-Rechtlichen. Kann man ja schon daran sehen, dass niemand auf der ganzen Welt weiß, was genau ARD eigentlich bedeutet. ZDF, klar, zweites deutsches Fernsehen, kennt jeder. Aber ARD? Wer weiß es denn? Hajo Friedrichs hatte es angeblich Ende der 60er Jahre mal gewusst, aber dann wieder vergessen, bevor er es jemandem sagen konnte. Und jetzt ist er tot. Schade. Für die Jüngeren in der Mediathek, falls ihr Hajo Friedrichs nicht mehr kennt, kein Problem, der ist heute auch cringe. Das war mal die Jessie Wellmer, die früher die Karen Mioska war, die davor die Anne Will war und davor der Ulrich Wickert war. Eine geruhsame Nacht. Das war in grauer Vorzeit, als Männer noch Nachrichten moderieren durften bei uns im Ersten. Und weil Hajo Friedrichs nicht mehr da ist, muss jetzt ich die große Arbeit fortsetzen. Muss in die Spuren treten, die er hinterlassen hat, aber die ich füllen werde. ARD, meine Damen und Herren, steht für Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands. Ja, das ist in etwas so sexy wie Mundgeruch. Aber Hajo Friedrichs hat einen Nachfolger. Einen seriösen Satirejournalisten, den einzigen übrigens im deutschen Fernsehen mit der Lizenz zur Transparenz. Und das sage ich in aller Bescheidenheit, meine Damen und Herren, das ist kein geringerer als me, ich. Ja, die moralisch einwandfreie, aber durch und durch korrupte GEZ, GEZ, AfD, PVC, also auf jeden Fall Mediennutte Schröder. So. So Leute, wenn ihr Lust auf mehr habt, fickt er jetzt hier, klickt da hier und schaut die ganze Sendung hier zu Ende in der Mediathek.